Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Frozen Money Glitch zeigen, der Gott sei Dank immer noch geht nach dem neuen Update. Ja, die meisten haben ja gemeint, dass er gepatcht wurde. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall, dass er immer noch geht. Ja, geht dafür einmal auf eure Konsole, geht dann auf Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten, geht dann auf gespeicherte Daten im Systemspeicher, auf Speichergerät, auf USB-Speichergerät kopieren. Und dann kopiert ihr einmal diesen GTA-Spielstand. Wenn ihr das gemacht habt, dann schließt einmal euren USB-Stick an eurem PC an. So, habt ihr nun euren USB-Stick an euren PC angeschlossen, dann öffnet einmal Safe Wizard. Drückt dann einfach auf OK. Dann macht ihr Doppelklick auf GTA 5, Rechtsklick, dann öffnet ihr den Advanced Mode. Dann geht ihr einmal hier oben rechts auf Import File, dann wählt ihr euch einmal dieses Save Game aus. Geht dann einmal auf Apply, auf Ja, wartet bis es fertig geladen hat. Dann auf OK, können wir Safe Wizard schließen und dann können wir unseren USB-Stick wieder an der Konsole anschließen. So, habt ihr den USB-Stick an der Konsole angeschlossen, dann geht einfach auf Verwaltung der von Anwendungen gespeicherten Daten, gespeicherte Daten im Systemspeicher. Dann geht ihr zuerst auf Löschen und löscht einmal den Autosave raus. Und wenn ihr den Autosave rausgelöscht habt, dann geht ihr einfach runter auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät, in Systemspeicher kopieren, bestätigen und dann kopiert ihr einmal dieses Save Game auf eure PlayStation drauf. Wenn ihr es gemacht habt, einmal PlayStation drücken und dann könnt ihr GTA starten. So, seid ihr nun im Story-Modus angekommen, in dieser Position ist auf jeden Fall richtig, dann geht auf Online und startet irgendeine Online-Sitzung, ist wirklich egal welche. Ich mache es einfach gerade in der Einladungssitzung, weil... So, seid ihr im Online-Modus angekommen, dann geht einfach auf Online und geht direkt wieder in den Story-Modus. So, im Story-Modus angekommen, müssen wir uns dann als nächstes zu einer Peyote-Pflanze begeben. Ich begebe mich immer zu der Peyote-Pflanze hier unten am Flughafen. Das ist ungefähr hier so der Bereich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich an der Peyote-Pflanze angekommen bin. So, seid ihr nun hier bei der Peyote-Pflanze angekommen. Ich kann es auch nochmal hier auf der Map zeigen. Es befindet sich unten im Süden von Los Angeles, direkt hinter dem Alice Customs. Da haben wir einmal hier bei dem Gabelstapler ist hier eine Peyote-Pflanze, die müsst ihr einmal fressen mit Steuerkreuz nach rechts. Und wenn ihr jetzt gleich so einen milchigen Hintergrund bekommt, dann wird sich euer Charakter in ein Tier verwandeln. Und wenn er sich jetzt ein Tier verwandelt hat, dann einfach den rechten Steuerkreuz gedrückt lassen und wir jetzt so ein freesten Hintergrund habt, einfach auf Online, auf Options, dann auf Online und jetzt irgendeine GTA Online-Sitzung starten. Ich werde einfach eine Einladungssitzung starten, ja, damit ich einfach nicht abgefuckt werde, während ich den Frozen Money Glitch mache.
So, seid ihr jetzt im Online-Modus angekommen, dann könnt ihr einmal testen, ob ihr jetzt im Frozen Money seid, indem ihr einfach ins Inventar geht, dann geht ihr einfach auf die Munition drauf und dann kauft die Munition und ihr seht, mir wird kein Geld abgezogen. So, jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall fast alles kaufen. Ihr könnt euch alle Autos kaufen. Das, was ihr euch nicht kaufen könnt, ist jetzt eine MOC, eine Avenger oder Terabyte. Das geht nicht, das wird nicht übertragen. Oder irgendwelche Immobilien. Ja, und ich würde sagen, dann kaufen wir uns einfach mal so als Testweise jetzt einfach mal, um euch das zu demonstrieren. Kaufe ich jetzt mal 2 Deluxus. Was ihr auf jeden Fall kaufen müsst, also das Geld müsst ihr auf jeden Fall auf der Bank haben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Deluxo in Frozen Money kaufen wollt, müsst ihr mindestens 3,55 Millionen auf der Bank haben. Und ja, wie gesagt, euch wird ja kein Geld abgezogen, aber das Geld müsst ihr auf jeden Fall auf der Bank haben. Ich habe hier noch den Elegy, den werde ich einfach mal überschreiben. Seht ihr, mir wurde auch gerade kein Geld abgezogen. Und dann kaufe ich mal gerade noch einen in die Arena-Werkstatt. So. Ja, dann werde ich mich jetzt mal zur Arena-Werkstatt begeben, denn da wird sie gleich noch einen kleinen Teil kommen. Ihr müsst nämlich dann alles, was ihr halt gekauft habt, hinterher dann auch einfach abspeichern. Aber das werde ich euch auf jeden Fall dann zeigen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns, wenn ich in der Arena-Werkstatt angekommen bin. So, ich bin jetzt an der Arena-Werkel angekommen und ihr seht, ich habe jetzt die 2. Luxus hier stehen, die ich eben gerade gekauft habe. Und ja, jetzt müsst ihr die einmal abspeichern. Dafür geht einfach hier zu diesem blauen Kreis und ja, platziert diese Autos einmal um. So, wenn ihr das gemacht habt, dann tut einfach nur einmal ganz kurz das Outfit wechseln, damit ihr unten rechts die Ladeschnecke bekommt. Und ja, das müsst ihr auf jeden Fall bei allen Sachen machen, egal was ihr gekauft habt. Wenn es ein Auto halt ist, dann müsst ihr es halt umstellen in der Garage. Dann müsst ihr auf jeden Fall hinterher dann auch das Outfit wechseln, damit ihr dann die Ladeschnecke habt, damit es dann hinterher dann abspeichert. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.